Was macht man heute Schönes? Das hier weg. Ich guck mal, das ist die Lava-Anzeige. Die müsste eigentlich richtig, richtig gut aussehen. 348. Aber wir haben auch noch keine Stromgeneratoren oben raufgepackt. Achso, und apropos Strom. Ich habe, glaube ich, rausgefunden, wie das funktioniert. Ich habe mir einfach mal das Wiki reingelesen. Das Problem, das ich dabei sehe, ist, dass die RF-Energie, die wir produzieren werden, die mit den Dynamos, die war in Applied Energistics 1, was hier bei dem Modpack noch benutzt wird, soweit ich weiß. Da war das noch nicht mit drin, integriert, ja. Bei Applied Energistics 2, da war es mit drin. Also bei 1 war EU und MJ mit drin, aber keine RF. Es kann sein, dass es am Ende noch mit reingepatcht wurde in die letzte stabile Version, aber ich weiß halt nicht, ob es hier funktioniert. Das heißt, wir müssen es einfach testen. Das heißt, wir würden dann die Dynamos oben drauf bauen, dann die roten Kabel, also die besten, teuersten, mega tollsten Kabel, die alle an einem Punkt kumulieren. Und da an diesem Punkt würden wir dann das Ding ranpappen. Das hieß, oh, ich kann auch direkt nach einem Bus suchen. Bus. Nee, das ist nicht der Bus, den ich meine. Okay, muss ich doch noch Applied Energistics suchen. Applied. So, angewandte Energielogistik. P2P-Tunnel. Das ist Point to Point, nicht Peer to Peer. Und die Dinge würde man einfach ansetzen. Man hat dann einen Anbieter von was auch immer. Das kann Flüssigkeit sein, Strom, Gegenstände und mehrere Abnehmer. Das heißt, wir würden dann hier, also sagen wir mal, das ist unser Block, wo später die ganze Energie reinkommt. Was jetzt nicht der Fall ist, sondern hier kommt Lava rein, aber nehmen wir mal an, die ganzen Ducts wären jetzt die roten Energiekabel, die führen hier hin. Das wäre dann eventuell ein Tesserakt oder einfach nur so ein Energiewürfel für den Anfang. So, und von dem Energiewürfel aus bappen wir jetzt dieses P2P, Point-to-Point-Ding daran. Dann bappen wir an alle stromfressenden Sachen auch so ein Ding ran. Das gucken wir uns einfach mal direkt an. Das wäre hier hinten zum Beispiel. Dann könnten wir die ganzen Kabel hier unten rausreißen und da unten jeweils ein so ein Point-to-Point-Ding ranbappen. Würde nicht so viel verändern. Also ja, wir sparen uns die Dynamos da unten. Wir sparen uns die Kabel da und wir könnten das alles ein bisschen kompakter bauen. Also wirklich viel Unterschied macht es nicht. Aber trotzdem ist es halt schön, wenn man alles einheitlich hat, wenn das alles über beim ME-Kabel laufen würde. Ein Nachteil davon ist allerdings, es wird Strom verbraucht beim Stromtransferieren über das ME-System. Aber bei diesem Mod-Paket total egal. Das Mod-Paket ist darauf ausgelegt, dass es absoluter Overkill wird, recht schnell. Das dauert noch ein paar Folgen, aber wenn es dann soweit ist, dann haben wir so viel Strom und so viel Ressourcen, dass es vollkommen egal ist, dass da irgendwie 5% oder was weiß ich verloren gehen. Das ist schon okay. Also ja, das wäre dann der Plan. Wobei ich mir eher Sorgen darum mache, dass wir ja die ganzen Point-to-Point-Dinger erstmal bauen müssen, ne? Die Dinger da. Eisen. Eisen. Obwohl es geht. Haken ist hier eher. Naja. Ja, es geht. Es ist nicht so teuer wie ein Exporter, das ist schon mal schick. Also ja, es braucht Diamanten, aber Diamanten sind für uns nicht teuer. Für uns ist Eisen teuer. Nichts anderes. Alles andere geht ganz schnell. Aber Eisen, ne? Dezentes Problem, vor allem wegen unserer Anlage hier. Bist du eigentlich immer noch am Ab. Ja, sie ist immer noch am Abgießen. 377, wirst du überhaupt weniger? Nee, weil da zwei Nuggets sind, die irgendwas verstopfen. Hauen wir mal kurz dich weg und hauen wir mal kurz dich weg. So, kriegst einen Tisch. Kriegst da. So. Aluminium und weg. Aluminium und weg, okay. Nächster Tisch. So. 371, 370, 369, gut. Wird weiter abgepumpt. Ist aber immer noch viel zu viel drin. Und solange das drin ist. Also ich glaube, wir könnten so einfach umstellen. Also wir könnten jetzt trotzdem Eisen reinwerfen, wenn ich gerade kein Eisen zur Hand habe.
und dann auf das Eisen raufklicken, dass es unten angezeigt wird und unten zuerst abgesaugt wird. Aber trotzdem muss das ganze Alu-Zeug da raus, das ist einfach nur doof. Das heißt, es ist wieder Zeit totzuschlagen. Und das mache ich am besten hiermit. Zip. Oh. Mit Mauern bauen. Und dafür hätte ich gerne den Builder's Wand, weil der müsste das Ganze dezent vereinfachen. Du da rein, du da rein, du rein, du rein, du rein. Alles weg. Oh, und zwischendurch gucken. Iron. Ist nicht so viel. So. Obwohl, die schmeiße ich doch schon mal rein. Weil wenn ich gleich auf irgendwie zwischendurch die fixe Idee komme, oh, ich will jetzt um. Warum? Achso, es macht automatisch. Wenn ich zwischendurch die fixe Idee komme, oh, ich will jetzt unbedingt das und das bauen. Außer bleibt Energistics, dann sollte es wenigstens vorrichtig sein. Aber wo bauen wir jetzt die Mauern zuerst auf? Hier hinten hatten wir angefangen bei meinem E-System und ich verhungere gerade wieder. Ich denke, wir bauen es auch zum ersten Mal hier aus. Das heißt, ich werde jetzt eine Säule nach oben machen und dann einfach mit dem Builder's Wand das wegspammen. Stopp. Nicht wieder den Fehler begehen. Es sind 8 in jede Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist alles gut. Dann ist das hier drüben aber falsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, es ist falsch. Kann doch nicht angehen. Und genau deswegen will ich das jetzt machen. Erstens ist es schöner Zeitvertreib, bis das ganze Eisen fertig ist und das Alu rausgegossen und so weiter. Und wir haben dann endlich mal die Gewissheit, dass die Plattform, die wir aufgebaut haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dass die wir aufgebaut haben, auch wirklich so richtig sind. Dann können wir anfangen, die ganzen Maschinen da drin zu optimieren, an die richtigen Stellen zu schieben und so weiter. Also, ich würde jetzt gerne hier hoch. So, würde ich gerne hier. So. Wenn ich jetzt von hier unten den Builder's Wand benutze, geht er ganz hoch, ganz runter. Jo, sehr gut. Das heißt, ich kann einfach rückwärts laufen. Dich weghauen. Zack, 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 zack. Oh, da gehen die ganzen Bricks aber ganz schön flott weg. Was macht er jetzt an der Ecke? Oh. Ja, er zieht es nicht hoch. Du weg. Ah, Nein, aus. Das wollte ich so nicht. Ja, die Ecke verwirrt ihn. Und verwirrte Programme sind nicht gut. Du weg. Also ja, es ist kein Programm, es ist ein Skript, aber kleines sogar, denke ich mal bei dem Builder's Wand. Du bist da im Weg. Genau, das wäre eins von den Dingern, die fixen Ideen, die ich haben könnte, die ich jetzt bauen wollen würde. Die restlichen Exporter da. Also die hier können schon mal. Oh. Die hier können schon mal weg. Oh, ist mein Ranch. Da ist mein Ranch. Komme ich da an? Ja. Einfach weg, 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 weg. Ihr seid den Baumaßnahmen im Weg. So. Guti. Also da bräuchten wir einen Flutexporter. Hier bräuchten wir einen Flutexporter. Ja, das wäre es eigentlich schon. Welchen Grund hat es genau, dass wir das System jetzt nur noch nach da oben kippen und nicht mehr in das Fass? Au. Ich denke, das ist ein bisschen Overkill, oder? Ich meine, die werden jetzt durchgehend voll sein. Was? Warum bist du nicht durchgehend voll? Oder ist es nur wieder ein Anzeigefehler? Komm hier her, du. Ah. Das habe ich in letzter Zeit öfters gehabt. Das ist sehr komisch. Also ich widerspreche mich mal wieder, weil das toll ist. Und ich es kann. Und hau einfach hier das Ding wieder hin. Nein. Nicht so. Darf, 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 darf. Ja. Und das fühlt sich ganz gut. Das wäre schade um die Lava, wenn das aber so verschwinden würde.
So. Und wenn die Maschinen oben wieder. Warst du nicht schon auf 400? Aber wenn die Maschine oben wieder anfängt zu meckern, also die beiden da, dann können wir das hier wieder kappen. Eine Sache, die mir auch noch angetragen wurde, war das Wasser. Klick. Wir haben nämlich die ganze Zeit Wasser importiert. Ich glaube, wir haben da ein bisschen was im System inzwischen. Da, 6 Kilo Bucket. Ich hätte schwören können, ich hätte das schon mal ausgestellt, aber na gut. Was sagt eigentlich unser System allgemein? Ist jetzt ein wenig irreführend, weil der Chip riesengroß ist und dann auch so viel frei ist. Ich denke, wir sollten auch bald neue Chips bauen. Also, wenn genug Eisen wieder da ist im System, Storage Chips bauen, eventuell auch mal einen neuen ME Drive. Ich meine, einer ist langweilig. Ich muss daraus ein riesen Muster später machen, weil ich immer das gleiche baue, wenn ich mit dem ME-System arbeite. Aber dazu später mehr. Also da mehr Storage Chips rein. Die Exporte an die beiden. Den und den. Und dann. Oh, und ein Fluid-Exporter für unsere Smeltery oben. Für die Legierung. Stimmt, Invar. Wir müssen so viel Invar herstellen. Das ist das schönes Eisen. Ah gut, ich wollte eigentlich hier weiterbauen. Dazu muss ich hier die Ecke nochmal von Hand machen, weil das Ding sonst verwirrt ist. Und dass ich mir den Slabs gebaut habe, ist echt eine doofe Sache. Weil guckt euch das da oben an. Das ist so ein kleiner Spalt. Aber gut, kriegen wir ein bisschen Sonnenlicht ab und spawnen kann da drauf eh nichts. Was hat es mit diesem Cobblepile auf sich? Geh mal weg. Weg. Ja, Jetpack. Jetpack wäre auch noch so eine Sache. Es wäre echt schick, aber Leaderproblem. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich mal scouten gehen nach einer Plattform für Dirt. Für Kühe. Aber ich habe schon so viele andere Sachen, die ich gleichzeitig irgendwie managen muss. Jetzt noch einfach irgendwo, um nichts neue Plattformen aufzustellen, ist ein bisschen viel. Und ich hätte gern Toast. Ja, Brot reicht auch erstmal. Aber ich hätte trotzdem gerne Toast. Oh, haha. Das ist eine Sache, die ich hier einstellen kann. Du Furnace, alles Brot, was du siehst, machst du bitte zu Toastbrot. Wir haben kein Brot im System. Das lässt sich ändern. Brot, 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 Brot. So, jetzt müsst ihr uns Toast machen. Unseren ersten eigenen Toaster. Tada! 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 Und das machen wir jetzt 10.000 Mal. 10.000 Tadas. Nein, aber der arbeitet halt im Hintergrund ein bisschen. Später können wir noch einen Cyclic Assembler einstellen, dass der für uns aus Weizen Brot macht und dann passt das. Übrigens, bei dem Cyclic Assembler wusste ich ja letztes Mal nicht, wie es funktioniert. Wir müssen hier einfach nur ein Pattern reintun. Hieß das Pattern? Nee, es hieß nicht Pattern. Schematic. Ich suche einfach nach Papier und was man damit machen kann. Paper. Da. Empty Map, Empty Map. Nö. Paper Stacks, Stencil, Clipboard, Canvas. Boah, Sticker. Ruler. Irgendwie muss ich da an Schule denken. Also wir mussten auf jeden Fall ein Ding aus Papier bauen, das mussten wir da reinlegen. Mariculture, nein. Schematik, da. Oder Schematik. Zwei Papier und ein Lapis. Also das müssten wir dann da reinlegen. Und dann hier die drei Weizendinger. Quatsch, die. Durch die drei Weizendinger. Dann Häkchen machen. Und dann ist auf dem Schematik das abgespeichert. Und dann benutzt ihr die Ressourcen hier unten drin, um das immer wieder herzustellen. Ja. So. Aber ich lasse mich schon wieder ablenken. Bau die Mauer. Bau, bau die Mauer. Und ich habe genau keine Steine mehr. Okay. Gib mir. Tada. Ja, genau. Gib mir einen Stick Kupfererz. So. Das muss ich wieder von Hand machen, sonst macht er wieder Schmu.
Das war jetzt nicht so schön. Hüpf, hüpf, so. Und die Wand ist halt ein wenig unorthodox, weil sie halt die halbe Plattform in Anspruch nimmt. Aber das war so geplant. Ich wollte hier meine Computerwand haben und dahinter so die Kabellage für den Computer und die Stromversorgung und einen Notfallraum und sowas. Da könnte man noch eine Geheimtür hinbauen, aber das ist ein Kinkerlitzchen für später. Wie schaut es aus mit hier oben? Das Kobbelding hier stört mich tierisch. Aber wir haben keinen Jetpack. Müssen wir da hinten überhaupt nochmal oben hin? Nö, du hast Fluid-Exporter. Ist alles soweit okay. Also, das Ding kann schon mal weg.